Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich in einem ganz kurzen, knackigen Video mit euch über Alltagsinseln sprechen. Denn das ist etwas, was ich persönlich erfahren habe, aber wo ich mich auch in letzter Zeit mit anderen Mamas darüber unterhalten habe. Es sind nicht diese großen Sachen, dieses Wochenende alleine oder der kinderfreie Tag, was uns auf lange Sicht Energie im Mama-Alltag schenkt, sondern es sind diese Alltagsinseln. Also die kleinen Momente mehrmals am Tag, aus denen wir Energie schöpfen können, wo wir Zeit nur für uns haben, für uns als Frau, als die Person, die wir sind. Und es mehrmals täglich, 5 Minuten reichen da manchmal schon aus. Und ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele nennen, was da zum Beispiel Möglichkeiten wären. Aber es sind halt, wie gesagt, auch nur Beispiele. Aber das sind so die Beispiele, die ich gerne mache, wo ich euch sagen kann, ja, das schenkt mir wirklich neue, frische Energie. Zum Beispiel ist es Meditation. Man kann auch schon 5 Minuten meditieren und es verändert so, 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 so viel. Yoga. Ihr habt auch 5 Minuten Yoga-Sessions oder 10 Minuten. Reicht auch schon völlig. Lesen. 5 Minuten lesen. Viele von euch schreiben mich an und fragen mich, wie schaffst du das zu lesen? Ich würde gerne und ich kann nicht. Nimm dir 5 Minuten am Tag. 15 Minuten am Tag. Und du liest. Du tust es wenigstens. Auch wenn du nicht 1 Stunde, nicht 2 Stunden liest. Aber 15 Minuten Zeit für dich ganz in Ruhe. Oder sich mal ganz in Ruhe irgendwo entspannt hinzusetzen, einen Kaffee, einen Tee zu trinken und Musik zu hören. Einfach abzuschalten, auch die Gedanken nicht irgendwie abschweifen zu lassen, sondern bei der Musik, bei dem heißen Getränk zu belassen. Atmen. Hast du dich wirklich schon mal 5 Minuten hingestellt und ganz bewusst geatmet? Also dich nur aufs Einatmen, aufs Ausatmen konzentriert. Wie der Bauch sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Nur darauf. Hast du das mal gemacht? Probier es mal aus. Das ist auch so ein unglaublich krasser Energiespender. Und das kannst du auch nur 1 Minute lang machen. Aber es ist sowas, wo du im Moment bist, wo du bei dir bist und wo du kurz aus dem Alltag raus bist, um wirklich Energie zu tanken. Was könnt ihr noch machen? Natürlich jedes andere Hobby, was ihr gerne mögt. 5 Minuten singen, 5 Minuten euer Instrument spielen, was auch immer. 5 Minuten investieren, um nach neuen Rezepten zu schauen zum Beispiel. Powernapping ist auch eine coole Sache. Gerade wenn es darum geht, mehr Energie zu haben, einfach mal so 15 Minuten Powernapping. Da gibt es auch gute Videos auf YouTube. Ich hoffe, ich denke dran, dann verlinke ich euch das mal in der Infobox. Und da wirst du wirklich in die Hypnose reingezählt und nach den 15 Minuten auch wieder rausgezählt, sodass du halt auch wirklich aufwachst. Ansonsten einfach zur Sicherheit einen Wecker stellen und dann die 15 Minuten. Wichtig ist halt, dass ihr das täglich versucht zu integrieren und diese kleinen Alltagsinseln halt auch mehrmals täglich. Und ich weiß, das ist nicht einfach, gerade wenn man am Anfang ist, sich solche neuen Routinen zu schaffen. Deswegen entweder ihr stellt euch einen Termin ins Handy, dass ihr sagt, um die und die Uhrzeit passt mir das gerade und macht euch nur einen Stichpunkt Alltagsinsel oder das, was ihr in dem Moment gerade tun wollt, sodass euch euer Handy dran erinnert oder ihr schreibt es in euren Kalender zum Beispiel ein. Ich mache demnächst auch nochmal ein Video, wo es wirklich darum geht, wie kann ich mir neue Routinen schaffen, Routinen in meinem Mama-Alltag schaffen, die mir das Leben einfach erleichtern können. Also dazu wird es demnächst einfach auch nochmal ein Video geben. Ansonsten kann ich euch auch, wenn es darum geht, mehr Energie zu haben im Mama-Alltag, mein E-Book empfehlen. Das ist auch immer unten in der Infobox verlinkt, kostet auch nur 99 Cent. Da habe ich auch super viele Tipps reingehauen, eigentlich alles, was ich so hatte, was ihr tun könnt, um mehr Energie in eurem Mama-Alltag zu haben. Das war mein kurzes, knackiges Video zu den Alltagsinseln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr gerne so in euren 5 bis 15 Minuten zu euren Alltagsinseln, was ihr da gerne machen würdet oder was ihr vielleicht sogar schon tut, das fände ich richtig toll, um sich so gegenseitig ein bisschen zu motivieren, zu inspirieren, was könnte ich denn machen und auch auf Erfahrung einfach auszutauschen. Wenn man dann da liest, ja, ich mache das und das und es bringt mir so viel mehr Energie, ist das natürlich viel, viel schöner, als wenn nur ich von meinen Erfahrungen spreche. Deswegen teilt da auch sehr gerne eure positiven Erfahrungen in den Kommentaren und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!